Herzlich willkommen zur Abendandacht aus Freital. Bin wieder mal hier und ich freue mich, dass Sie auch wieder da sind. Lassen Sie sich ein wenig in den Abend hineinführen durch einen kleinen Text aus dem Evangelium, eine kleine Überlegung dazu und dann wieder, ja, wenn Sie mögen, ein kleines Abendritual, ein liebender Blick auf den Tag, ein Rückblick auf den Tag, um alles in Gottes Hände zu legen. Viel Freude dabei. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Er, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Was er gesehen und gehört hat, bezeugt er, doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes. Denn er gibt den Geist unbegrenzt. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Doch niemand nimmt sein Zeugnis an, haben wir gerade gehört. Der Autor des Evangeliums, Johannes, scheint deprimiert zu sein, enttäuscht. Dabei steckt doch so viel in diesem Zeugnis. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer möchte das denn nicht, das ewige Leben? Aber offenbar hat es zur Zeit von Johannes, der das Evangelium ja geschrieben hat, kaum jemand gegeben, der all das glauben konnte. Daher frage ich mich schon jeden Tag, kann ich das glauben? Kann ich Zeugnis ablegen über meinen Glauben? Kann ich das Stückchen der Wahrheit, das ich von Gott gehört und vielleicht ein wenig verstanden habe, kann ich das bezeugen? Also in Gottes Sinn leben und seine gute Nachricht weitersagen? Und wem? Im Matthäusevangelium lesen wir den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern und damit auch uns gegeben hat. Da steht: Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Was für ein Auftrag! Was für eine Aussicht! Ob wir die Menschen alle taufen sollen, denen wir begegnen, das lassen wir jetzt mal kurz beiseite. Aber wir können unsere Mitmenschen segnen, und zwar durchaus im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir können unsere Mitmenschen lehren, ganz besonders wichtig ist das. Wir können sie lehren, alles zu befolgen, was Jesus uns geboten hat. Sollen wir uns jetzt an jede Straßenecke stellen und predigen und lehren? Das muss vermutlich nicht sein. Das Wichtigste am Lehren, am Weitergeben von Erfahrung und Wissen, ist aber, dass wir das, was wir lehren wollen, verstanden haben. Und wenn es nur wenig sein sollte. Dass wir aber dahinter stehen, dass wir mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft die Erfahrungen, die wir mit Jesus gemacht haben, weitergeben, weitererzählen. Der beste Lehrer taugt nichts, wenn er nur aus Büchern vorliest. Er wird ein guter Lehrer sein, wenn er davon überzeugt ist, das Richtige zu lehren. Und wenn er das, was er lehrt, mit Liebe tut. Und wenn er die, die er belehrt, liebt. All dies tat und tut Jesus. Er steht absolut dahinter. Er liebt die Menschen und liebt das, was er lehrt, nämlich Gott. Nichts anderes ist Zeugnis abgeben. Nehmen wir uns also ein Beispiel an Jesus. Erzählen wir unseren Kindern, unseren Enkeln, unseren Nachbarn, Kollegen, Freunden mit Überzeugung
und Liebe von unseren Erfahrungen und Erlebnissen mit Jesus. Jesus gibt uns seinen Geist dazu. Ein liebevoller Rückblick auf den Tag. Setzen Sie sich locker und entspannt hin. Schließen Sie die Augen. Achten Sie auf Ihren Atem. Atmen Sie ganz natürlich und ruhig ein und aus. Versuchen Sie bei jedem Ausatmen, sich ein klein wenig mehr zu lockern. Fragen Sie sich, wie geht es mir gerade? Ich versuche, mich ganz auf Gott hin auszurichten. Ich denke liebevoll an ihn, der mir diesen Tag geschenkt und mich durch den Tag begleitet hat. Ich gehe gedanklich durch meinen Tag. Wie bin ich aufgewacht? Wie war der Tagesbeginn? Was habe ich erlebt? Was hat mich gefreut? Hat mich etwas verunsichert? Wo habe ich mich geärgert? Was hat mich beruhigt? Was hat mich geängstigt? Was hat mich ermutigt?
Wofür möchte ich danken? Worum oder für wen möchte ich bitten? Gib mir Kraft und Mut für den nächsten Tag. Bleib bei mir. Erbitten wir den Segen Gottes zum Abschluss unserer Andacht. Jesus Christus, du bist das Wort Gottes. Mit deinem Leben bezeugst du die Liebe Gottes zu den Menschen. Sende uns deinen Geist, damit wir unseren Mitmenschen dein Leben und deine Liebe bezeugen können. Amen.